Der letzte Wandercup in diesem Jahr führt die TT-Wanderbegeisterten in den Süden Osttirols nach Obertilliach. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten an der Talstation der Golzentippbahn auf 1450 Höhenmeter. Die Familienroute führt von der Bergstation zum Speicherteich auf den Gipfel Golzentipp und retour über den Jochsee und die Kindermeile zurück zum Panorama-Restaurant Connyalm. Die Expertenroute verlangt den Wanderern die letzten Reserven ab. Sie starten von der Kirche in Obertilliach zu Fuß über die Krib auf den Gipfel Golzentipp, zurück über den Speicherteich zum Restaurant Connyalm. Osttirol ist schon seit einigen Jahren fixer Bestandteil des Wandercups. Ja, wir sind schon seit vielen Jahren Partner von dem Tiroler Wandercup und muss sagen, es ist eine gute Möglichkeit für uns, also unsere Region zu präsentieren und natürlich das weitläufige Wandergebiet, das wir in ganz Osttirol pflegen, das ganze Jahr natürlich herzuzeigen und unseren Gästen näher zu bringen. Was uns natürlich beim Wandercup besonders beeindruckt, ist das, dass wir in den letzten 5 Jahren kontinuierlich an Tiroler Nächtigungen zugelegt haben. Also das ist unglaublich, was wir im Sommer Gäste aus Nordtirol bei uns beherbergen können. In der Zwischenzeit sind es am Sommeranteil 14% und das ist unglaublich viel. Und deswegen ist es auch für uns sehr wichtig, da dabei zu sein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen für das letzte Mal in diesem Jahr die Imbercher, Gina, Tiroler Wind und die jungen Zillertaler. Markus von den jungen Zillertalern schätzt den Wandercup jedes Mal wieder. Ja, für uns ist immer eine ganz besondere Ehre, wenn wir bei einem TT-Wandercup mit dabei sein dürfen. Erstens muss man sagen, trifft man extrem nette Leute. Das ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, wirklich von den Kindern bis zu den Pensionisten. Jeder geht mit. Zudem muss ich sagen, ist perfekt organisiert. Man ist da mitten in die Berge, man sieht es ja heute auch. Es ist alles ausgesteckt, die ganze Route. Und super zum Gehen, wirklich sensationell. Und für uns Musikgruppen ist es einfach eine tolle Plattform, weil man kann sich dort präsentieren. Man ist im Radio, man ist in der Zeitung und man trifft nur nette Leute. Also was gibt es besser, als wir für eine Musikgruppe bei so einem Event mit dabei sein zu dürfen. Bürgermeister Matthias Scherer hofft, dass durch den Wandercup einige zu Wiederholungstätern werden. Der Wandercup ist jetzt zum zweiten Mal da, was ich mich jetzt erinnern kann. Und ich glaube, Obertilliach als Bergsteigerdorf ist ja prädestiniert für die Abhaltung eines solchen Wandercups. Und natürlich auch Obertilliach ein bisschen über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Es sind sehr viele TT-Leser natürlich, die von Nordtirol einer kommen. Wahrscheinlich das erste Mal in Obertilliach, die das wunderbare Wandergebiet herum da am Golzentipp erleben können. Und ich glaube auch für die Kinder herum. Mit der Kindermeile können wir auch einiges bieten und so hoffe ich, dass der eine und andere zum Wiederholungstäter wird und das eine und andere mal wieder kommt. Der Gründer des Wandercups, Jörg Tränkwalder, möchte sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Liebe Wandercup-Freunde, es ist heute der letzte Wandercup in Obertilliach. Es ist ein verschobener Wandercup. Wir haben in Zettersfeld geplant und jetzt ist der 3. Oktober. So spät haben wir noch nie einen Wandercup gehabt. Gott sei Dank ist der Wettergott halbwegs hold. Ich möchte euch allen recht herzlich danken, dass ihr mitgemacht habt. Wir wissen die Umstände in diesem Jahr. Wir waren froh, dass die Veranstalter die Wandercups bis auf Lienz alle durchgeführt haben. Das zeugt von der Treue und vom Wert unseres Wandercups. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und dass endlich nächstes Jahr eine normale Wanderung und ein normaler TT-Wandercup stattfindet.